Oh my god, I'm back again. Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und das hier ist das vierte Video der Geburtstagswoche auf Malwanne. Und da alle Videos diese Woche zum Thema Geburtstag passen sollen, komme ich wieder mit einem Wie schmeckt's um die Ecke. Und zwar machen wir die Geburtstagstorte, die Feen für Dornröschen gemacht haben, zu ihrem 16. Geburtstag. Jetzt schon mal ein kleiner Spoiler, es soll ihr 16. Geburtstag sein, es sind aber nur 14 Kerzen auf dem Kuchen. Disney, konnte bei euch einer nicht bis 16 zählen? Und falls ihr euch wundert, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, ich wollte eine Fee darstellen. Ist mir richtig gut gelungen. Dieser Kuchen wird so unglaublich schwer zu machen, weil sie ja eigentlich einen normalen Kuchen will, der aber total zerfällt und vom Besenstiel gehalten wird. Also lasst uns loslegen, aber ich sage euch jetzt schon, das wird ein Riesenfail, weil ich bin nicht Sally. Ich kann keine Torten bauen. Ich habe mich schon gewundert, dass ich Happy Birthday Harry auf den anderen Kuchen schreiben konnte, ohne komplett zu verkacken. Aber natürlich können wir alles schaffen, wenn wir nur fest dran glauben. Es gibt sogar eine Szene, in der die grüne Fee den Zutaten das Rezept zeigt. Ich habe versucht dran zu zoomen, aber man kann wirklich nichts lesen. Und nachdem die Zutaten das Rezept gelesen haben, machen sie sich natürlich an die Arbeit. Denn so läuft das. Butter, hast du das Rezept verstanden? Mhm. Na dann ran an die Arbeit. Ja, ich denke, so läuft das nur, wenn man Zauberkräfte hat. Was passiert danach? 3 Cups Dings, ein Schuss Milch und das war's. Mehr brauchst du für den Kuchen nicht. Ich habe mir früher immer gewünscht, dass ich mir auch so ein Kleid zaubern kann oder dass ich den Besen verzaubern kann, dass der alles putzt. Ich denke, wir fangen mit dem an, was uns gezeigt wird und bauen darauf auf. Also kommen zuerst 3 Cups Mehl in unsere Schüssel. Nummer 2. Und Nummer 4. 3. Wow, Vanessa. Ich muss euch ehrlich gestehen, heute bin ich nicht ganz mit dem Kopf da. Der hängt irgendwo in den Wolken und ist, ja. Jetzt fliegen natürlich 2 Eier über die Schüssel und machen sich selbst rein. Schlechter Plan. Aber natürlich kann ich das auch so. Ich bin langsam echt ein Profi. Und natürlich ein guter Schuss Milch. Schneebesen, wo bist du? Schneebesen, mein Schneebesen ist weg. Ach, da hast du dich versteckt. Wir rühren jetzt diese Zutaten zusammen und gucken, was wir noch hinzufügen. Das Ding ist, dieser Kuchen hat 14 Stockwerke. Ich weiß nicht, wie ich mit 3 Eiern und 3 Cups Mehl 14 Stockwerke backen soll. Ohne den Blumenkranz würde ich wieder aussehen wie so eine Hausfrau aus den 50ern. Wir leben in der Vorstadt in einem kleinen Haus mit Garten und haben einen Golden Retriever. Es wird langsam ein Teig. Aber ein Kuchen ist kein Kuchen ohne Zucker. Zauberei. Zauberei. Ich finde, Backen ohne Rezept macht eigentlich am meisten Spaß, weil das ist wie in so einem alten Computerspiel, wo du mal so Zutaten reindrücken konntest und gucken konntest, was dabei rauskommt. Um den Kuchen auch fluffig zu kriegen, nehmen wir natürlich Backpulver, eine halbe Tüte. Durch das mit der Hand reinrühren, kriege ich voll die starken Arme. Da-di-da-du-da-ba-di-da-du-da, das ist der falsche Film. Da die Feen ja mit Dornröschen im Wald leben, dachte ich, dass man Haselnüsse noch dazu packen kann. Denn im Wald gibt's viele Haselnüsse. Wir machen mal 100 Gramm. Sehr schöner Teig. Habe ich irgendwas vergessen? Butter! Ich schmelze mal ganz kurz die Butter und pack sie dazu. Trick 17, wenn ihr beim Kochen immer genauso viel Hunger bekommt wie ich, eine Gurke. Geil. Unsere Butter ist jetzt flüssig und kommt in den Teig. Schön die Butter reinrühren. Ich verrate euch jetzt meinen Plan. Ich werde den Teig in Muffinform reinkippen, damit wir einen schönen großen Kuchen hinkriegen und nicht so viele Kuchen backen müssen. Das sind ja 14 Stockwerke. Das würde niemals hinhauen mit einer normalen Größe. Deswegen Muffinform. Schön einfetten die Dinger. Ich nehme extra kein Muffinpapier, weil man ja sonst auf dem Kuchen diese Form sehen würde und die wollen wir nicht. Und jetzt nehmt ihr euch einen Löffel Teig und füllt ihn in die Form. Aber macht nicht zu viel. Und die kommen jetzt bei 180 Grad für ungefähr 40 Minuten in den Backofen. Also ich nehme sie raus, wenn sie fertig aussehen. Tschüss, tschüss Teig. In der Zeit, in der ihr wartet, könnt ihr eure Gurke aufessen. Und wir können die Buttercreme schon vorbereiten. Diese künstlichen Wimpern machen mich fix und alle. Wie halten das die Mädels aus? Oh! Seit letztes Mal sind wir ja schon kleine Profis mit der Buttercreme. Ich muss natürlich nicht nochmal lesen, wie das funktioniert. Für unsere Buttercreme brauchen wir natürlich 250 Gramm von unserer Buttercreme-Fertigmischung. Aber die war wirklich gut. Ohne Witz, die Creme hat so lecker geschmeckt. Das kann ich wirklich empfehlen. And now you put the water in the bowl. Vergesst natürlich nicht unten den PayPal-Link in der Videobeschreibung, ne, wenn ihr mir Geld spenden wollt. Die Profis unter euch wissen, dass das jetzt eine Stunde ruhen muss und der Kuchen muss ja noch abkühlen. Das heißt, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Oh, die Nike-Jacke. So, unsere Muffins sind abgekühlt und ich habe den Kopf schon abgeschnitten. Wow, das ist ein richtig guter Kuchenteig. Auf jeden Fall habe ich jetzt ganz viele kleine Kuchen. Und der Teig, der noch übrig war, habe ich für kleine Mini-Kuchen verwendet. Wow. Hallo, ich bin ein ganz kleiner Muffin. Jetzt ist auch unsere Silikonmasse fest und wir können Buttersteif schlagen. Ich weiß, das ist Cheaten, aber es ist auch mein Format, also meine Regeln.
Und wenn eure Butter so richtig schön schaumig ist, dann macht ihr was von der Spachtelmasse rein. Es ist mittlerweile schon wieder 17 Uhr. Ich brauche einen Kaffee. Unsere Buttercreme ist jetzt endlich fertig gemixt. Jetzt müssen wir sie in 2-3 Teile aufteilen. Denn wir brauchen einmal gelb, so ein quietschblau und so ein etwas dunkleres Blau. Ob wir das hinkriegen, ist eine andere Frage. Eine Messerspitze blau. And now see what happens to the butter. Leute, ich habe es geschafft. Ich habe das dunkle Blau hingebekommen. Hier ist einmal das hellblau und ganz crazy gelb. Jetzt müssen wir unsere Muffins aufstapeln und sie beschmieren. Das mache ich aber hier mit euch. Es tut mir leid, dass ihr jetzt nicht mehr mein wunderschönes Gesicht sehen werdet, aber es ist gerade echt wichtiger, was ich hier tue. Jetzt versuche ich die Creme dran zu machen. So, und das läuft da ja so runter. Also versuchen wir das auch so zu machen, als ob es da runterlaufen würde. Und so macht ihr das jetzt mit allen Muffins, bis ihr den Turm hoch habt. Jetzt, bevor der Turm umfällt, stecke ich einen Strohhalm rein, um ihn zu befestigen. Okay. Scheiße. Hab ich mir irgendwie anders vorgestellt. Damit unser komisches Gerüst jetzt nicht runterfällt, basteln wir unseren Besen. Wow. Jetzt ist da ein Stäbchen drin. Ein bisschen Zucker, bitte. Wie schmeckt eigentlich Rollfondant? Nach Zucker. Das ist immer mein Lieblingsteil bei so Kuchen, wenn da mal so ganz viel Rollfondant drauf ist. Guck mal, ich habe eine Rose gemacht. Ich kann jetzt voll die coolen Sachen damit machen. Ich nehme jetzt so ein Fertigstäbchen und da wickele ich den Fondant rum. Ich muss das Fondant noch braun machen. Ey, das sieht richtig aus wie Holzmaserung. Ich bin eine geborene Bäckerin, Bäckermeisterin. Wir ignorieren mal den Fakt, dass der Kuchen schon wieder umgefallen ist. Er wartet halt auf seinen Besenstiel. So. Das ist der Besenstiel. Ich packe euch mal ran. So, der oberste hat oben eine helle Creme. So, jetzt kommt die gelbe Verzierung, vor der ich sehr viel Angst habe. Oh Mann, ey. Bleib mal schön aufrecht, Torte. Ah! Schaut euch diesen Scheißkuchen an! Der ist so kacke geworden! Okay. Was ist er? Ich putze jetzt mal die Kerzen aus, bevor irgendwas passiert. Yay! Muss ich den essen? Kann ich den hier noch stehen lassen? Ich mach so. Guckt mal. Stellvertretend für den Kuchen probiere ich jetzt Teig mit Buttercreme. Ist schon lecker. Und mir ist aufgefallen, dass ich echt gerne Fondant esse. Wenn euch diese Folge Wie schmeckt's gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben und schreibt mir Rezeptvorschläge in die Kommentare aus Filmen und Serien, was ihr nachgekocht haben wollt. Bitte keine komischen Torten, die einfach zu krass sind. Schaut euch die an, die ist zu krass. Ich muss aber auch sagen, ich bin mittlerweile echt ein bisschen kaputt. Also 7 Videos ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ansonsten sehen wir uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Krass, Alter.